Meine Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Spiel, das ich euch zeige über die virtuelle Bundesliga. Und zwar, ihr seht, ich bin in Liga 4 und habe noch ein Spiel vor mir. Und ich muss es gewinnen, um aufzusteigen in Liga 3. Ich habe die Liga gerade so gehalten und es ist das letzte Spiel und da dachte ich, da nehme ich euch mal mit. Und wie ihr seht, habe ich Wolfsburg genommen. Und ich hatte anfangs eine sehr offensive Strategie, jetzt bin ich etwas in die Defensive gegangen. Jo, bei virtuelle Bundesliga ist leider das Problem, dass man immer ziemlich schwer Leute findet. Aber ich hoffe natürlich jetzt drauf, wenn ich euch das zeigen will, dass ich natürlich schnell jemanden finde. Ja, wir spielen mit einem 5-4-1-System. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich jetzt einfach auf Nummer sicher gehen will. Es ist, wie gesagt, das letzte Spiel. Und da gehe ich jetzt kein großes Risiko ein, indem ich jetzt sehr offensiv gehe. Also ich weiß, ich brauche den Sieg. Aber wenn ich da zurücklege, kann ich immer noch in die Offensive gehen, aber wenn ich erstmal defensiv anfange und vielleicht da das 1-0 schießt, dann jo, dann haben wir gute Chancen, das Ding da rumzubringen. Jetzt hoffe ich erstmal, wir finden den Gegner. Also Aussicht sind auf 11 Punkte. So, da haben wir schon Gegner gefunden und dann schauen wir mal, was sich reißen lässt. Fängt ja schon mal schlecht an. Caligiuri zweimal daneben. Wolfsburg hat zuletzt 5-1 gegen FC Bayern verloren. Und natürlich spielen wir auch gegen FC Bayern. Aber zu Hause in Wolfsburg. So. Wie ihr seht, ich habe nicht die Standardperspektive, ich habe die Perspektive gut. Ich finde, man sieht einfach dadurch mehr und es ist einfach eine ganz gute Perspektive. Zack. Und war auch gar nicht mal so schlecht. Nach 2 Minuten der erste Versuch. So, Rodriguez. Oh, neuer Held wieder wunderbar. Draxler ist ja bei Wolfsburg, war ja davor bei Schalke. Ich finde, er ist in dem Spiel richtig, richtig gut. Also, deswegen ist er auch mein vorderster, an vorderster Front, kann man ja so sagen. So. Jawohl, da ist das 1-0. Gustavo mit dem 1-0 gegen den FC Bayern nach 4 Minuten. Also. Ich habe es gar nicht nachgeguckt, wie der Spieler heißt. Bis jetzt noch keine Tormöglichkeit gehabt. Die Kreuzkanone. Für mich wäre der Sieg natürlich total wichtig. Ihr habt es gesehen. Und deswegen. Ach, da reicht ein 1-0 meistens nicht aus. Wenn man das über die Zeit bringen will. Also ich bin einer, der kriegt meistens in den letzten 10 Minuten immer noch mal ein Gegentor rein. Aber keine schlechte Spoiler, da ich ja gerade wirklich live spiele, aber im Fall kriege ich dann noch mal eins rein. So, gucken wir mal, was die Bayern jetzt machen. Immer an der Welt versuchen, sich mit dem durchzuspielen. Nee. Ja, wenn der jetzt noch durchgekommen wäre. Oh, Benaglio, Glanzparade, wunderbar. Ribéry mit dem guten Schuss in der 13. Minute. Aber Benaglio ist da eiskalt. So, sollten wir das am besten abwehren. Oh. Müsste Ecke geben. Mist. Okay. Nicht nur. Komm. Ach, hab ich doch geahnt. Fest drin. Oh, abseits. Oh, Gott sei Dank. Normal macht man ihn mit Lewandowski rein. Er steht gut und hat den Ball. Ich komm gerade echt schon mal durch. Ich bin echt froh, dass ich früh das 1-0 gemacht habe. Aber reicht, wie gesagt, glaube ich, nicht aus.
um eine Mannschaft wie FC Bayern in der virtuellen Bundesliga zu schlagen. Ich gehe da ganz allein durch. So, aber vielleicht jetzt. Lauf, lauf, lauf. Ach, Draxler. Sache ist die, wenn ich jetzt so in die Halbzeit gehen würde mit 1-0. 1-0 würde erreichen. Aber ich weiß nicht, 1-0 ist immer das nicht so unsicher. Und wenn ich in die Offensive gehe, hätte ich natürlich die besseren Chancen, aber wenn ich in der Offensive natürlich mehr Gegenteil hochkriege, dann ärgere ich mich bloß. Ah. Mist, Mist, Mist. Komm. Ja, Mist. Leute, es tut mir richtig leid. Ich fühle mich 1-0, aber ich würde auch echt gerne Liga 3. Dann wäre ich hätte noch in keiner Saison Liga gehalten. Ich wäre noch nie abgestiegen und wäre direkt zweimal aufgestiegen. Und das, obwohl ich glaube, 5 Niederlagen oder 6 Niederlagen, keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall 5 Niederlagen, bevor ich angefangen habe, mal überhaupt Punkte zu machen. Also, lief nicht immer so gut, dass ich es nicht geführt habe. Schwer ist es vor allem gegen Neuer. Ich habe jetzt schon des Öfteren mit Wolfsburg gegen den FC Bayern gespielt. Ist ja meistens Bayern, Dortmund. Schalke war jetzt noch oft als Gegner dabei. Ingolstadt hatte ich auch schon. Köln, das finde ich schön an der virtuellen Bundesliga. Falls für die, die den Spielmodus virtuelle Bundesliga nicht kennen, es ist ein Online-Spiel. Du spielst mit einem deutschen Verein, den hast du dann fest. Kann man nicht mehr ändern. Und spielst dann auch nur gegen Vereine aus der Bundesliga. Das ist cool, weil wenn man zum Beispiel Saison spielt, hat man nicht immer nur, wenn man Bayern nimmt, immer nur die ganze Zeit Real Madrid als Gegner. Sondern man hat wirklich verschiedene Bundesliga-Gegner. Und das finde ich eigentlich viel cooler. Oh oh. Das ist schon mal schlecht. Jawohl. Oh, Scheiße. Nein, nein, nein. Oh, oh. Jetzt schießt. Oh, Benaglio wieder mit der Glanzparade. Ey, der war nicht schlecht. Na, jetzt liegt er die Wiederholung weg. Ich hätte sie mir jetzt gerne mal anschauen. So. Guck mal, was ist jetzt? Komm, raus. Leute. Ah, Mist. Da fehlt dann auch immer das nötige Glück. Mist. Oh. Also die Bayern, ihr seht, die Bayern drehen richtig auf, die Furzkanone geht richtig ab. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin gerade so unter Strom, weil, wie gesagt, das Spiel ist gerade richtig wichtig, es steht 1-0. Also, wie ihr seht, ich spiele mit Leuten wie Bentner. Ich meine, seine Werte sind top, er ist sauschnell, er kann saugut schießen. Ja, die Jury ziemlich weit hinten. Ja, ich weiß, Gustavo ist eigentlich Mittelfeld, aber ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich bleibe erstmal dabei. Wenn es das 1-1 geben sollte, werde ich auf jeden Fall in die Offensive schalten müssen. Er kommt nicht durch. Oh, wieso kriegt, läuft da nicht einfach der andere Typ? Oh, toll! Der andere steht völlig frei und kriegt den Ball nicht. Er
war gut einmal. Hat er nicht gut ausgeguckt. Zack. Ah. Wenn die Bälle mal dahin fliegen würde, wo man hinklickt. Das wäre ganz schön viel wert. Schönes Deckling und den Ball erobert. Aber irgendwie. Ich hatte einen Torschuss, oder zwei, und der ist rein. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Die Frage ist nur, wie lange das noch gut geht. Oh oh. Ich dachte, der lupft jetzt gar rein. Sie haben den Ball. Komm, Furzkanone, du kannst mir dabei helfen, jetzt hier noch gar aufzusteigen. Ah. Ich weiß immer nicht, was ich damit Ball machen soll, wenn ich da so durchgehe. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. 57. Minute ist gerade noch. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, ich hab doch noch oben. Ich weiß nicht, ich glaube, man hört den Controller. Das ist ja ziemlich nah am Mikrofon, aber. Ihr habt's gehört, ich hab geklickt. Ja, komm. Jawohl! Da ist es 2-0. Das 2-0 war so wichtig. 60. Minute, das 2-0. So. Caligiuri, ich weiß, er spielt auch ziemlich defensiv. Und dann. Ja, das ist ein FIFA-Team. Einfach mit Flanke kommt, weil das klappt sehr, sehr oft. Manuel Neuer ist da geschlagen. Ja, das ist 2-0. Ihr könnt euch ja denken, wenn man in dem letzten Spiel noch darum bangen muss aufzusteigen, dass man nicht so gut gespielt hat die Saison über. Und jetzt in so einem wichtigen Spiel 2-0 zu schießen, ist dann echt ein schönes Gefühl. Oh, weg. 65. Aber es ist noch nicht aus. Ich habe schon andere Spiele noch verloren. Wieso kann ich den Spiel nicht nehmen? Komm schon. Ach, Schöne. Verdammt! Verdammt! 71. Minute, Elfmeter für Bayern. Es gibt eine Zweiarten, wie der schießt in die Mitte oder nach links. Und er hat sich für links entschieden. Es ist immer das gleiche, links oder Mitte. 2-1. Leute, es könnte noch mal eng werden. Ich wollte sicherlich keinen Elfmeter, aber ich habe eigentlich fast in jedem Spiel mindestens einen Elfmeter, muss ich dazu sagen. Ja, so ging mir die Zeit auch um, wenn er mich fault. Also gestern habe ich ja mit dem Livestream angeguckt, also gestern war ja der 29. Ich werde das Video vielleicht nicht schaffen, gleich heute hochzuladen. Von Baluten und Pederle, da haben sie auch gespielt. Ich spiele hier mal Ultimate Team. Da waren sie auch bis zur 88. 0-0 stand. Wollte schon sagen, zurückgelegen, aber 0-0 und dann haben sie auch noch 2 Tore gemacht. Die Gegner zerstört. Jawohl. Nein! Ah, jetzt kann ich nichts sehen. Ich möchte das Spiel nicht pausieren, kann ich nicht so bald treffen. Jawohl. 81. Minute. 82. praktisch.
Arnold rein. Und den da rein. Komm schon, Leute. Ah, ah, spiel doch weiter weg. Mist, 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 Mist. Fuck. Aber raus sind die Leute. Genau zum Gegner. Oh, das war so klar in der 88. Es war so klar. Der war ja wirklich mit Ansage. Ich krieg den Ball hinten nicht raus und dann. Ich hab's euch gesagt, die letzten 10 Minuten sind immer so spielentscheidend bei mir. Und das heißt, ich bleibe in Liga 4. Trotz 2-0 Führung am Anfang. Ja, das wird es gewesen sein. Ja, wir haben es nochmal versucht jetzt zum Schluss. Und dann ist der Abpfiff. Nein! Oh Mann! 2-0 Führung vergeben. Leute, ey. Scheiße. Nix mit Liga 3 vorerst. Naja. Das war's von mir von einer heutigen Folge von Let's Play Virtuelle Bundesliga FIFA 16. Schaut auch dein nächstes Mal wieder rein. Ciao.